Who did this? Oh, it was our neighbor's son, Chris. Yeah, I helped him and his dad build that treehouse. Why are you holding a fire sword? I'm not sure. You know, that kid sure has an imagination. Hm. Wird ihn kennenlernen? I'm sorry, Sean. I know you guys miss your games and your websites. But trust me, a break from all this can only do you good. You know, it's safer that way. Yeah, yeah. I know. Es ist halt schon eine sehr, sehr lange Pause. Steven sure takes his hobby. Ist das unsere Mutter? Oh, you found this. I just forgot to, It's okay. It's been a while since I've seen her face. Yeah. I like taking a look at it from time to time. Doesn't it hurt? Yeah, it does. But she's still my daughter, you know? I can't approve what she's done, but I think I understand. Good. I don't. Yeah, I'm sorry, Jean. Please don't... please don't say anything to Claire about this, okay? Don't worry. I won't. Was hat sie getan? Also ich weiß, dass sie ja fortgegangen ist, aber ist irgendwas vielleicht passiert? How come you have a disco ball? Are you like throwing parties and stuff? No, this is a souvenir, you know. I actually met your grandma during a disco night. Natürlich. Not. For real? That's so cool. She was such a good dancer. We danced the hustle. And I knew I was going to marry that woman. Aww. Yeah. By the way, I have no idea what you're talking about. But it sounds so very cute. Well, I'd show what it is if only these hips allowed me to. Okay, dann gehen wir mal. Ah, there you are, Sean. Got the key? Hey, I have to go out and run some errands. Can you do me a big favor? Do you know how to work a washing machine? Since I was about 8. Of course. Can you throw in yours and your brother's clothes after the next load? They're in the bathroom basket. Totally, yeah. No problem. Thanks so much. Feel free to keep on tidying your stuff, too. It's good for the health to keep the house clean. Definitely. Daniel can help. Ah, and remember, for your own safety, no phone and no internet. I know, boring rules. Don't worry, Claire. Hey, Daniel! There's work for you! No! I'm busy! Busy my ass! Come over here! You gotta find me first! Gee, I don't know when Daniel will be able to go back to his school. Jeez. I get why they love their town so much. Das ist echt schön. It's kinda cute. Das können wir bestimmt aufräumen, ne? See you tonight, buddy. Okay. Claire can draw pretty damn good. Guess it runs in the family. Mm. What's even the point of having so much crockery? Naja, wenn man mal größere hier. Oh, es ist hier dunkel. I get that he's sick of all this shit, but why are we playing this game? As always with Claire, I can't really tell if this is cute or bossy.
Liebster Ehemann, falls du die Wäsche wäschst, folge bitte diesen einfachen Regeln. Mische nicht weiß und Buntwäsche, niemals. Benutze einen Becher Waschmittel, rote Schachtel für jede Ladung. Falls du meine Kleidung wäschst, benutze den Waschgang Feinwäsche, damit du nicht noch mehr meiner Sache ruinierst. Oh Gott, ich kann nicht reden, ich kann auch nicht lesen. Entschuldigung. Was hast du denn gehofft, da drin zu finden? Okay, ich lasse das Licht hier aber mal kurz an. Ach so, wir müssen nach Daniel suchen. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Er versteckt sich also. Dann gehen wir doch mal. I get why Dad never brought us down here. Warum? Ich finde sie eigentlich ganz schön. Okay, wo? Bilderrahmen? Gee. Don't know why crooked frames stress me out like this. Where the hell is he hiding? I know you're in there. Gotcha! What the? Behind you! Yeah. Very funny. No more hiding. Seriously. Okay, okay. What do I have to do? You tidy the mess in our room, and I take care of the laundry. Cool? Yeah, sure. It's hot. I know. Thanks. Tja, Daniel, manchmal muss man einige Sachen tun. Oh! Entschuldigung, das war sehr laut. Das war meine Trinkflasche gegen mein Mikrofon. Tut mir leid. Can we go outside now? Yeah. Let me just throw our clothes in the machine and we're good. Eigentlich ist es voll gemein, ne? Der hat voll den Vorteil mit seiner Kraft. Das geht voll schnell. Ich bin jetzt gerade voll den Umweg gegangen, oder? Alright. Time to take care of that laundry. Thanks, ja, ich bin voll den Umweg gelaufen gerade. Ich hätte einfach hier gleich lang gehen können. Naja. Better be careful with it. Looks expensive. How many programs does this thing have? Okay. It will do. Okay. So. Dich draußen im Schuppen umsehen ist noch unsere Aufgabe. Boring laundry. Done. Time for fresh air. Achso, wir sollen hier hinten rausgehen, ne? I haven't seen any actual fish in there since we got here. Warum ist gerade das Symbol so komisch? Careful! Sean! Oh, shit! Got you. Seriously, man. Hör auf damit! Lass das! I haven't seen any actual fish in there since we got here. Da ist er doch! Ich sehe ihn! Da unter dem Stein! Can we go out now? I'm so ready. Fischi, ich sehe dich. Okay. Dann. Alright. Gehen wir, oder? Time to see the sun again. Daniel, you ready? We can go out now. Yes! Wait for me!
Ist das schön. Oh, man, finally. Feels so good to be outside. Reminds me of the cabin. Right? Oh! Daniel. What did Claire say? Oops. You're right. Sorry. Ja. Erregt doch am besten noch mehr Aufmerksamkeit. Get ready for storage wars. What's wrong? Stimmt, vereint. Frozen shut. Mm. Of course. Sean, look. Oh shit. Warte mal, ist das, wie heißt das, Spiel? Was man eigentlich hätte vor dieser Episode spielen sollen, dass man, ja, ein bisschen mehr Hintergrundstory noch bekommt. Captain Spirit, oder? Ja, ist jetzt zwar ein bisschen zu spät, aber vielleicht, spiele ich das auch noch. Einfach nur, dass ich halt die komplette Story bekomme. Aus dem Life is Strange-Universum. Ihr wisst Bescheid. Doch, ich glaube, da ist das, ne? Did you see that? Yeah. We did. It looks like you're okay, though. You were almost floating. I was. I could feel myself in the air. It was awesome. That t-shirt is wicked. Who's your favorite superhero? I love Power Bear. Oh man, I have the Mega Power Bear. You should check it out. Dude, that's so cool. Chris, oh god. Look, I am so sorry. Are you okay? Dad, I'm fine. I promise. Are you sure? Listen, I shouldn't... Do you know them? It's okay, Dad. They're cool. He loves superheroes, even Power Bear. Ah, gotcha. Hey there. Are you staying with the Reynolds? Oh, warum soll ich ihn anlügen jetzt? Yeah. They're our grandparents. I see. Oh, jeez, Chris. You don't have any damn shoes on. I'm sorry, buddy. Let's get you inside. Yeah. Okay, Dad. Thanks, guys. Oh, and, if Claire asks, tell her everything is fine. Sure. No problem. Cool. See you around then. Thanks, guys. See you later. Yes, we will. Daniel, did you forget everything about the rules already? Sorry, Sean. Did you want me to let him fall? Really? Oh. Nee, eigentlich wollte ich nicht, dass er fällt, aber wir dürfen halt auch nicht so nachgiebig halt mit seinen, also er darf halt einfach nicht so mit seinen Kräften umgehen, vor allem nicht in anderer Leute ihrer Anwesenheit, wisst ihr, was ich meine? Wir wissen ja, dass das hier ein kleines Dorf ist und, Dinge sprechen sich sehr schnell rum und ich bin mir ziemlich sicher, alle Leute wissen, was da in Seattle passiert ist, mit den Polizisten auch. Und wenn halt irgendjemand rauskriegt, dass wir halt hier sind, ne, dann sind wir echt am Arsch. Es tut mir leid, Daniel, aber... I know you only wanted to help, but it's too dangerous for both of us. Whatever.
rules are boring. Yeah, but it'll be worse than boring if we get busted out here. Come on, Daniel. Steven already saw you using your powers. Okay, I'll be super careful. Swear. Daniel, remember that we're hiding out, so no training and no showing off your power. From now on, you stick with me all the time, okay? Ich weiß nicht, das könnte uns halt jetzt schon in Probleme gebracht werden. War das Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Ich kann heute nicht sprechen. Ich weiß nicht warum. Oh Gott. Ein neuer Tag. Oh, fuck. That kitten never listens. Okay, Daniel ist bei dem Nachbarsjungen. Daniel didn't give a shit about what I told him yesterday. Zieh dir was an, dann gehen wir darüber. Er hat sich wahrscheinlich rausgeschlichen, oder? Also ich glaube kaum, dass Claire das erlaubt hat. Claire? Steven? Anybody home? Oh, oh. Well, looks like I'm home alone. Sieht so aus. Keiner da. Oh, right. Sunday morning. Claire and Steven must be at church. Ah, ja, macht Sinn. Well, maybe I could... It's been more than a month since I ditched my phone. Maybe the police stopped tracking us. Nee, ich mach das jetzt mal nicht. Ich mach's mal nicht, weil... Vielleicht werden wir halt trotzdem getrackt und dann sehen sie, dass wir hier sind. Ich mach's mal nicht. Tut mir leid, Lila. Decorating the tree together last night. Daniel loved it. Okay, wahrscheinlich muss ich jetzt vorne rausgehen. Ah, da hängt auch eine Notiz. Dude, move your ass. Who knows what Daniel's doing over there? I could just delete my browser history after I'm done. Scheiße. Nein, ich mach's nicht. Obwohl, was ist... Ich weiß halt nicht, was er machen will. Ja, komm doch, wir machen's. Komm. Jeez. Steven went search crazy on us. Look at this. Explosion und Schießerei in Seattle, ein ungelöstes Geheimnis. Wachtmeister Tanaka hält Pressekonferenz zum Seattle-Vorfall ab. Polizei erwägt weiterhin jede Spur, inklusive Terrorangriff und Gang-Auseinandersetzung. Mehr Fragen als Antworten im Seattle-Vorfall. Als Freunde und Nachbarn den Verlust des örtlichen Mechanikers betrauern. These articles are almost a month old. Maybe they stopped looking for us? Okay, vielleicht können wir ja dann doch Lila anrufen. Wo sind die Diaz-Brüder? Ich wurde ohnmächtig, sagt Hauptzeuge der Seattle-Explosion nach Krankenhausentlassung. Okay, unser Nachbar. Protest in Seattle. Polizei Seattle plant Seminare zum Bewusstsein zu ethnischen Vorurteilen. Ja, wird aber auch mal Zeit. What the hell is this? Had no idea Steven could fall for this bullshit conspiracy theories. Hey, verfolgt jemand die Schießerei in Seattle? Es gibt eine Menge Dinge, die niemand erklären kann. Wie starb der Polizist wirklich? Woher kam diese mysteriöse Explosion? Wie sind die flüchtigen Brüder entkommen? Warum verhält sich die Polizei so geheimnistuerig mit den Details? Diskutiert. Wenn ihr exklusive Infos habt, postet sie bitte hier.
Ich habe den totalen Überblick. Geht zur Fake-Explosion für die gesamte Geschichte zu dieser Vertuschung. Das neue Kraftwerk, das Sie in der Stadt bauen wollen, ist eindeutig ein Teil davon. Sieht aus, als würden Sie es den armen Kindern anhängen. Ich habe das Überwachungsvideo gesehen und das war nie im Leben eine natürliche Explosion. Was passiert da in Seattle? Vielleicht die Vorbereitung für eine gefälschte, verdeckte Operation. Ich habe gelesen, dass ein Motelbesitzer die Kinder gesehen hat und sie seine Toilette in die Luft gejagt haben. Was? Habt ihr die Nachrichten über die Brüder an der Tankstelle gesehen? Klingt verdächtig. Nicht alles ist eine Verschwörung, ihr amerikanischen Wichser. Die Eltern meiner Freundin arbeiten für die Polizei in Seattle und sie sagen, dass eine riesige, geheime Jagd auf die Brüder veranstaltet wird. Ich habe gehört, sie wurden für Experimente benutzt, aber sind jetzt auf der Flucht, weil die Experimente gelungen sind und sie gefährlich gemacht haben. Ich weiß, dass überall Experimente stattfinden, weil ich selbst das Ergebnis eines Experiments bin. Was? Okay. Das ist ein bisschen creepy. Jeez. Okay, wir können Brody's Job besuchen. Komm, wir machen das mal. Well, Brody, if we ever make it home, wherever that is, you'll be much, much welcome. Okay, am Abgrund. Dieser Bericht von der Straße ist ein Tribut an ein paar neue, junge Freunde, die ich auf einem Abenteuer neulich gewonnen habe, das ich noch niederschreiben muss und verarbeiten muss. Ich halte die Details vage, um die Unschuldigen zu beschützen, und ihr könnt mir glauben, sie sind nicht schuldig. Doch lasst mich abweichen. Das Beste am Dasein eines professionellen Reisenden soll heißen, ich verdiene manchmal Benzingeld mit diesen Artikeln, sind die Leute, die man auf der sprichwörtlichen Straße trifft. Das Schlimmste am Dasein eines professionellen Reisenden sind natürlich die Leute, die man auf der tatsächlichen Straße trifft. Oh, jetzt habe ich es doppelt vorgelesen. Entschuldigung. Ich hatte aus vielerlei Gründen Glück. Oh Mann, ich bin so dumm manchmal, ne? Trotz der Momente, in denen ich mir fast in die Hose gemacht hätte, von der Patrouille, die mir nachts folgte, bis zu dem komischen Wichser aus Iowa, der nicht aus dem Auto aussteigen wollte. Dieses Grauen könnt ihr hier nachlesen. Letztendlich betrachte ich Fremde als potenzielle Freunde, wenn nicht sogar Verbündete. Ich bin so naiv und dumm, dass das Universum Mitleid mit mir hat und mich damit durchkommen lässt, wenn ich Leute eher aus Instinkt als Objektivität helfe. Der erste Gedanke ist der beste Gedanke. Ich höre immer noch meinen Ex-Bruder, seine Entscheidung, der mir vor Jahren sagte, du liest all diesen Kerouac? Kerouac? Ich habe keine Ahnung, was das Wort ist, was es bedeutet. Entschuldigung, falls ich es falsch ausgesprochen habe. Über das Leben auf der Straße und kannst nicht mal einen Reifen wechseln, du Arschloch. Er hatte recht. Also lernte ich, wie man einen Reifen wechselt. Ich bin nicht gut darin, also habe ich auch eine Abschleppversicherung. Ende des Dilemmas. Allerdings kann ich nicht immer meine Version des Pannendienstes anbieten, darunter auch meinen jungen Companieros, die sie am meisten brauchten. Ich wünschte, ich hätte mehr für sie tun können, sie vielleicht sogar begleiten können, denn ihre Reise ist wichtiger als meine. Anstatt weiter einen Stein den Hügel hochzurollen, hätte ich ihnen helfen können, Berge zu bewegen. Falls wir uns wiedersehen sollten, werde ich sie um Vergebung bitten, dass ich nicht mitkommen und auf jede erdenkliche Art helfen konnte. Andererseits bin ich ein tollpatschiger Dussel und hätte alles vermasseln können, in dem Versuch, den Retter zu spielen. Ah, die Paralyse der Analyse. Mein Verdacht ist, dass sie mich schlussendlich nicht wirklich brauchten, sondern nur einander. Oh. Brody, aber du warst zu lieb. Ich hätte den voll gerne bei uns gehabt, ja. Ich hoffe, wir sehen den auch nochmal wieder. Das würde mich voll freuen. Okay. Ich webe also weiterhin diesen Wandteppich der Autobahn und des Straßenrandes. Immer bereit, ohne Gegenleistung eine helfende Hand zu reichen. Nennt es Schuld, wenn ihr wollt. Aber ich bin immer noch der unbeholfene, aufrichtige Junge, der zu allen aufsieht, die die Welt verändern wollen. Die für andere Berge versetzen wollen. Ich wollte immer eine ans Auto gebundene Lois Lane sein, ein rasender Reporter, der sich der korrupten Matrix stellt. Selbstverständlich weiß der erwachsene Zyniker in mir, dass das System gezinkt ist, dass wir gearscht sind und dass Gerechtigkeit oft ein Scherz ist.
Doch als ich die Gesichter meiner reisenden Freunde sah, die durch die Hölle gegangen sind und immer noch dort sind, soweit ich weiß, wie sie mich mit kindlicher Dankbarkeit für das belangloseste aller Geschenke anlächelten, fühlte ich mich beschämt, traurig. Es gibt Momente, in denen ich einer kleinen, verlorenen Seele begegne und sie zeigt mir diesen weitäugigen, dankbaren, verängstigten Blick und ihr fühlt euer Herz in 1 Million Stücke zerbrechen. Jetzt denke ich an diese Kinder da draußen allein in der Nacht am Abgrund, auf des Messers Schneide von Amerika und darüber hinaus, die nur die grundlegendsten Bedürfnisse des Lebens wollen, wie Essen und Eltern. Es verursacht mir gleichzeitig Tränen und Übelkeit. Dann werde ich rasend, rasend gegen das schwindende Licht und schwöre, meinen Teil zu tun. Das ist der Vorteil eines Aktivisten auf Rädern. Ich stelle mir gern vor, dass ich mich vorwärts bewege, wie ein freundlicher Hai, ansonsten essen wir nicht, überleben nicht. Jetzt denke ich an die Vergangenheit und frage mich, ob ich jenen in Not den besten Ratschlag gegeben habe. Ob ich diesen verlorenen Kindern der amerikanischen Nacht überhaupt geholfen habe, als ich sie selbst überließ. Dann erkenne ich, dass ich derjenige bin, der hier draußen verloren ist. Meine Freunde, die den Hügeln erklimmen, wissen genau, wohin sie gehen. Und ich weiß, sie werden ihr Zuhause erreichen. Ich würde gerne einen Besuch planen. Wow. This article is much less creepy than it seemed back then. Das nackte Zeitalter. Okay. Der Himmel. Ah, das war der Artikel, an dem er arbeitete, als wir ihn getroffen haben, oder? In der Tankstelle, meine ich. Der Himmel ist so perfekt blau, dass es fast ein Klischee ist, als ich mein müdes Benzinbiest vom sich windenden Highway 5 auf die winzige Hauptader von Rockville Springs, Wyoming, mit seiner Gesamtbevölkerung von 472 lenke. Dies ist ein gänzlich karges Land vor unserer Zeit, wie jede andere verschlafene Stadt, die aus Minenschachten entstand, die die Gemeinschaft nährten. Zusammen mit den Raubbaronen, denen das Öl gehörte. Die Bürger erlebten ihren Anteil an Tragödien über die Jahrzehnte, behielten aber eine gesunde Hauptstraße mit einigen florierenden Geschäften und Dienstleistern bei. Doch zum Ende der öldarbenden 1970er befand die einst schläfrige Stadt sich in einem Koma, nachdem die letzten Tropfen des wertvollen Blutes der Erde abgebaut waren. Das Unternehmen schloss still seine Türen und überließ die Stadt und Bevölkerung sich selbst, was bedeutete, dass die meisten Leute ihre Sachen packten, ihre Geschäfte schlossen und für immer gingen. Was mich zum heutigen Tage in Rockville Springs, Wyoming, Bevölkerung 51 bringt. Geister, die zurückblieben, um das Heim zu suchen, was von der Stadt übrig war, haben ihre weißen Laken abgelegt und sind jetzt komplett nackt. Über Rockville Springs lag immer eine exzentrische Lynch-Atmosphäre, wird durch seine eigene Nudistengemeinschaft demonstriert, die sich still versammelt hat, seit in den 1950ern das erste Öl aus der Erde schoss. Die Stadt war nicht so religiös oder konservativ wie andere in dieser repressiven Ära, also verursachte der Gedanke an Nacktvolleyball keinen Skandal. Wie könnte es das, wenn der eigene Bürgermeister der Stadt dabei gesehen wurde oder nicht beobachtet wurde, wie er sich im Adamskostüm sonnte. Also ging es Leuten am Arsch vorbei, dass man jedermanns Arsch sehen konnte. Als der Großteil der Stadt zurückgelassen wurde, sah die Nudistengemeinschaft dies als ihre Gelegenheit, das Endziel ihres lebenslangen Traumes zu verfolgen. Ein nackter öffentlicher Bereich, frei von moralischem Urteil. Okay, das ist jetzt nur der Rest von dem. Holy shit. Who are these assholes? That's some fucked up hate speech. Alexa Stone, Polizistenmörder. Ihr könnt weglaufen, aber euch nicht verstecken. Das passiert, wenn man Kakerlaken in die Küche lässt. Ich habe eine. 38 Patrone mit deinem Namen und dem deines Bruders drauf. Schlaf gut, Kinder. Ah, Laila hat uns verteidigt. Ich habe dich gerade wegen Morddrohung gemeldet. Geh zurück nach China, Hundeesserin. Jo. Wow. Lila seems to be having a hard time. Never seen her this salty. Gesetz und Gerechtigkeit sind nicht immer dasselbe.
Lila, es tut mir leid. I should really call Lila to check on her.